Vereinten Nationen begreifen die Beteiligung von Kindern an allen sie betreffenden Anliegen als ein zentrales Kinderrecht. Eine Schule, die von ihren Schülern mitgestaltet wird, wird lieber besucht. Sie fördert Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und Kompromissbereitschaft. Das Projekt Aula, das von Politik Digital durchgeführt und von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt wird, möchte helfen, an ihrer Schule Strukturen für eine solche Mitbestimmung zu schaffen. Hierzu wird mit den Eltern, den Lehrern, der Schulleitung und der Schülervertretung ein gemeinsamer Vertrag gemacht, der festlegt, in welchen Bereichen Schüler und Schülerinnen mitbestimmen können. An einer Aulaschule hat jeder Schüler von der 5. Klasse bis zum Abschluss das Recht, eine eigene Idee in eine gemeinsame Online-Plattform einzustellen. Diese Idee wird dann diskutiert, verbessert und mit anderen Ideen zu Themen gruppiert. Wenn die Schulleitung beschließt, dass die Idee umsetzbar wäre, wird über sie abgestimmt. Eine demokratisch angenommene Idee zur Verbesserung der Schule oder einzelner Klassenangelegenheiten wird in Verantwortung der Schüler umgesetzt. Im Schuljahr 2016/2017 soll Aula an 4 Schulen in ganz Deutschland pilotiert werden. Begleitet von mir und anderen Mitarbeitern von Politik Digital wollen wir zeigen, dass Schulen von mehr Mitbestimmung profitieren können. Und Ihre Schule hätten wir gerne dabei. Häufig werden wir gefragt, wie groß der Mehraufwand für eine Schule zu diesem Projekt ist. Ich werde gerne an Ihre Schule kommen, um Ihnen die Details dieses Projekts vorzustellen und die Abläufe an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Alle Anleitungen und Unterrichtseinheiten für Aula sind detailliert in einem Handbuch beschrieben. Für alle Schüler finden 2 Doppelstunden zur Einführung ins Projekt statt, von denen wir je nach Größe der Schule mindestens die Hälfte übernehmen. Für die Schüler und Schülerinnen sollte wöchentlich oder zumindest monatlich die Möglichkeit bestehen, über alle aktuellen Initiativen zu sprechen. Das kann unterrichtsbegleitend oder außerunterrichtlich in einer AG stattfinden. Von den monatlichen Stunden übernehmen wir auch hier die Hälfte. Für das gesamte Projekt an einer Schule braucht es etwa einen Lehrer pro 3 Schulklassen, der es betreut. Die Hauptaufgabe ist hierbei, Ideen, Themen zuzuordnen. Für diese Aufgabe schätzen wir den Aufwand auf etwa 1 Stunde pro Woche. Es ist aber auch hier möglich, diese Aufgabe Schülervertretern anzuvertrauen. Die Schulleitung oder eine Person, die sie dafür beauftragt, muss Ideen auf ihre generelle Umsetzbarkeit prüfen. Meistens genügt hierfür ein Blick. Lehrer feuern geht nicht, Klassenzimmer streichen geht, wenn die Finanzierung in der Idee mit bedacht ist. Wir schätzen den Zeitaufwand hierfür auf 1 bis 2 Stunden die Woche. Wenn Sie sich vorstellen können, diese Zeit in ein wichtiges Demokratieprojekt zu investieren, melden Sie sich bitte bei uns unter info@aula.de. Helfen Sie mit, dass die nächste Generation lernt, dass Gesellschaft positiv beeinflussbar ist. Lernt, Verantwortung für ihre Entscheidungen zu tragen, zu debattieren, Kompromisse zu finden, Mehrheiten zu schaffen und ihre Welt zu einem besseren Ort zu machen.